Frauen in Top-Jobs, das ist immer noch die Ausnahme. Trotz Quote, trotz vieler Lippenbekenntnisse. Frauen wagen aber auch viel seltener als Männer selber loszulegen und eben ein eigenes Unternehmen zu gründen. Und warum sich Frauen so oft nicht trauen, darüber wurde gestern im Berliner Volkswagen Group Forum Drive mit jungen Gründerinnen diskutiert. Eine Shoppingseite inklusive Stilberatung im Netz und das nur für Männer. Seit 4 Jahren ist Outfittery nun erfolgreich. Und auch wenn der Start nicht gerade einfach war, Anna Alex hat den Schritt, ein eigenes Unternehmen zu gründen, nicht bereut. Dabei gehört sie zu einer Minderheit. Gerade einmal 10% der Startups in Deutschland werden von Frauen gegründet. Ich glaube, ein großes Problem fängt erstmal dabei an, dass viele Frauen sich gar nicht trauen zu gründen und diesen Schritt zu machen, zum Beispiel jetzt, wie es in meinem Fall war, Job zu kündigen, Firma zu starten. Und das ist erstmal der erste Schritt, der gefördert werden muss, dass sie sich einfach trauen. Doch es gibt nicht nur wenig Gründerinnen, auch insgesamt sind weibliche Chefs Mangelware. Da reicht ein Blick auf die börsennotierten Unternehmen in Deutschland. Zuletzt arbeiteten dort 631 Männer und 44 Frauen. Daran wollen Netzwerke wie diese etwas ändern. Hier sollen sich Frauen austauschen und Kontakte knüpfen. Und davon, so die Idee, profitieren am Ende auch die Unternehmen. Statistiken zeigen, dass Regierungen, aber auch Unternehmen besser funktionieren und bessere Ergebnisse einfahren, wenn Frauen in führenden Positionen sind. Davon ist auch Anna Alex überzeugt. Outfittery jedenfalls ist auf Erfolgskurs und konnte erst im Sommer mehr als 19 Millionen Euro von Investoren einsammeln.